Hallöchen und herzlich willkommen zu einem kleinen Question and Answer Vlog auf Milchfurcht, meinem Kanal. Ich bin Milchfurcht, ich weiß nicht, ob man es weiß inzwischen. Ich habe schließlich 21 Abonnenten, die werden es hoffentlich wissen, dass ich das bin. Würde ich mal sagen, fangen wir doch mal direkt an mit der ersten Frage. Wie alt bist du? Ja, wenn man ganz frech antworten will, sage ich einfach zu alt. Aber ich bin in Wirklichkeit 21 im Moment noch. Und das ändert sich erst wieder nächstes Jahr im März. Ja, ich denke mal, damit ist die Frage beantwortet. Magst du Milch? Nein. Warum heißt du Milchfurcht? Das war damals so, also wenn man sich beim Social Club, glaube ich war Social Club, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber wenn man sich auf jeden Fall bei Social Club anmeldet, wurde einem ein Name vorgeschlagen. In meinem Fall war es halt Milchfrucht und ich habe mich beim ersten Mal verlesen und habe aus Versehen gelesen Milchfurcht und ich fand das irgendwie ein bisschen zu dem Zeitpunkt unterhaltsam. Und ich muss einfach sagen, ich finde es bis heute eigentlich. Immer noch einen kleinen Trick für jeden, der es zum ersten Mal vorliest. Der liest nämlich meistens prinzipiell Milchfrucht, was falsch ist. Was ist dein Lieblingsspiel? Ist eigentlich relativ schwer zu erklären, weil ich habe eigentlich mehrere Lieblingsspiele. Also im Moment, ich habe so Saisonspiele, wo ich gerne spiele. Also es gibt Phasen, da spiele ich gerne das und das und das. Aber es gibt eigentlich ein Spiel oder zwei Spiele wirklich, die ich kontinuierlich spielen könnte am Stück. Und das ist einmal GTA 5. Und wenn ich jetzt noch eins aussuchen müsste, würde ich sagen, ich würde mal sagen FIFA. Also FIFA 16 jetzt. Also jeder FIFA-Teil halt, ne? Würde ich mal sagen, könnte ich eigentlich immer spielen. Rocket League ist halt wieder nur so ich sag mal, saisonabhängig. Und ich dachte, das ist halt so ein Spiel, das kannst du nicht immer spielen. Da wird es ja auch irgendwann, da wird es irgendwann langweilig. iPhone oder Samsung? Oder, woher kennst du Erd? Ja, die Frage habe ich schon zu Erd und Bär TV Zeiten, also ganz am Anfang beantwortet eigentlich, aber ich kann es ja doch mal sagen, weil das hier ein neuer Kanal ist. Ich kenne Erd schon seit ich 3 Jahre alt bin, also aus dem Kindergartenalter noch, also vor ungefähr 430.000 Jahren. Dann haben wir Erd und Bär TV 2012 angefangen. Unser erster gemeinsamer YouTube-Kanal und jetzt, den gibt's noch. Immer noch schön. Verlinke ich hier. Werbung muss sein. Machst du Gewinnspiele? Ich habe überlegt, wenn der Kanal 100 Abonnenten hat, werde ich vielleicht mal einen... Ja, lass dich überraschen, mal schauen, was ich dann mache. Aber vorher wird's ein bisschen blöd. Ich meine... Das sind gerade mal bei 21 Abonnenten momentan. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ist noch ein bisschen wenig. Ich meine, ich bin auch nicht gerade der reichste Mensch auf Erden. Ich habe auch nur mein kleines Budget, wo ich im Monat habe. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, für jeden 10 Abonnenten das mache, ist halt auch ein bisschen teuer, ne? Also machen wir bei 100 was. Also es wird auf jeden Fall Gewinnspiele geben. Aber erst, sagen wir mal, bei 100er Schritten oder irgendwann hoffentlich 1000er Schritten. Aber ich hoffe erstmal, dass wir überhaupt mal die 100 irgendwann erreichen werden. Das haben wir nämlich bei Erd und Bär TV auch noch nicht geschafft. Was ergibt 7 mal 7? Ha. 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 Feiner Sand. Was ist dein Lieblingswitz? Mein Lieblingswitz ist... Stehen zwei Betrunkene auf einem Dach und ja, dann fällt der eine auf einmal runter vom Dach. Und da fragt er oben nach: Hast du was gebrochen? Da sagt er unten: Ja, ein bisschen Kartoffelsalat. Ich finde den immer, der ist so schlecht, dass er wieder gut ist einfach. Und ich feiere den auf jeden Fall. Gehst du noch zur Schule? Ja, also jetzt inzwischen tatsächlich wieder. Also es war mal so, also ich habe meine Fachabitur gemacht, 2012. Hab dann eine Industriekaufmann Ausbildung gemacht. Und hab die dann im Februar jetzt abgeschlossen. Und dann habe ich jetzt 8 Monate Geld verdient, einfach mal so, ne, mit Leben, also
ohne irgendwie schulisch aktiv zu sein. Und jetzt habe ich ein duales Studium gerade. Also ich bin jetzt gerade Student und da ist das Geld so immer knapp. Aber ich habe ja durch diesen Praxisteil eben ein bisschen Geld immer jeden Monat trotz allem. Und ja, also ich bin aktuell wieder an der, also was heißt aktuell schon wieder? Das ist das erste Mal, dass ich studiere. Also studiere ich zum ersten Mal logischerweise. Und Studium ist Schule. Also ja, ich gehe noch zur Schule indirekt. Und ja, ich denke mal, damit ist die Frage beantwortet. Ja, das waren die ersten paar Fragen. Falls es euch nochmal. Ja, sollte euch das Video gefallen haben, dann lasst doch einen Kommentar da. Oder einen Mann. Wie sage ich das richtig? Ja, das war das Video. Vielen Dank, dass es du. Ach komm! Vielen Dank, dass du das Video angeschaut hast. Danke für. Für was denn noch? Danke. Nochmal von vorne. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's. Und falls dir dieses Video gefallen hat und du möchtest noch mehr Videos von dieser Sorte sehen, schreib's in die Kommentare oder lass doch ein Abo da. Das wäre sehr lieb. Jetzt haben wir es geschafft. Gut, ciao. Euer Bigfoot.